So, da steht es. Und morgen früh geht's los. Ja, wir fahren wieder in Urlaub. Und wir haben auch die speziellen Aufkleberchen dran. Vorne links, Beifahrerseite auch noch eins und hinten auch noch. Es geht nach Italien, an den Iseosee. Komm nochmal zurück. Dann bitte frag nicht mich, du musst rangieren, nicht ich. Na? Ja. Wenn du hier reinpasst, dann mach das. Ich passe überall rein, Schatz. Ist doch schön hier. Ja, hast du geschafft, Schatz. Ja, gerührt sie. Da sind wir wieder. Wir sind heute in der Schweiz. In der Schweiz. Ja, wir sind auf dem Stellplatz. An der Reuss in Gurtnellen. In Gurtnellen, genau. Und zwar auf der Hinfahrt zum Iseosee machen wir hier eine kleine Rast oder eine Nacht übernachten wir hier.
Und am anderen Morgen geht es dann weiter nach Iseo. Iseo, genau. Alles klar, bis morgen. Hallo, ich muss da jetzt mal kurz reingrätschen. Also die Übernachtung an der Reuss war eigentlich sehr gut und wir haben auch sind auch schnell eingeschlafen, aber wir sind dann ständig wach geworden durch das starke Rauschen der Reuss, weil das ist wirklich extrem laut und das haben wir auch nicht gedacht. Also für jemanden, der geräuschempfindlich ist oder der nicht mit solchen starken Fließgeräuschen oder von so einem stark fließenden Bach oder Flüsschen zurechtkommt, würde ich diese Übernachtung nicht empfehlen. Für eine Nacht geht's, gar keine Frage. Für eine Zwischenübernachtung Richtung Italien, überhaupt keine Frage, war toll. Hat auch ist auch ein super Platz, aber für diejenigen, die nicht so gut schlafen oder nicht so gut in den Schlaf kommen und die sich da durch äußere Geräusche so ein bisschen beeinflussen lassen beim Schlafen, ist das nichts. Das war es eigentlich so. Also ansonsten war es ein schöner Platz, gar keine Frage. Am anderen Morgen sind wir dann gegen 7, glaube ich, sind wir weitergefahren. Weil wir waren ja 2 Kilometer vor dem, 3 Kilometer vor dem Gotthardtunnel, ist ja dieser Stellplatz. Und so konnten wir auch ohne Probleme durch den Gotthardtunnel, ohne Stau und ohne alles, sind direkt durch den Gotthardtunnel durch. Es war schon beeindruckend. Gotthardtunnel ist schon beeindruckend. Echt mega lang. Und wenn einer Platzangst hat, würde ich es nicht machen. Aber wir sind durch und auch auf dem Rückweg letztendlich da durchgekommen, aber seht selbst, wie es weitergeht. Bis dann. Konzentration.
So, wir sind angekommen. Italien hat uns das erste Mal in seinen Bann gezogen. Schaut mal, wie schön wir hier stehen. Ist das nicht herrlich? Der Iseo-See. ...850 Kilometer sind wir jetzt gefahren, mit einer Zwischenübernachtung in der Schweiz. Einen schönen Wohnmobilstellplatz an so einem kleinen Fluss. Und dann am anderen Morgen weitergefahren, entspannt durch den Gotthardtunnel, ohne Stau. Dafür mit viel Stau an der Grenze zu Italien und in Mailand. Aber jetzt sind wir da. Ist das nicht ein herrlicher Blick hier? Und wir stehen direkt am Wasser. Näher kann man nicht stehen. Und direkt neben uns befinden sich die Duschen. Das heißt, morgen aus dem Wohnwagen rausspringen und drüber zur Dusche. Hier geht es dann rein in den See, wenn er dann die dementsprechende Temperatur hat. Herrlich, herrlich. Was für ein toller Blick. Gleich geht es erstmal auf Erkundungstour hier auf dem kleinen Platz. Hier ist auch ein Restaurant. Das sieht man, das hier so 20 Meter von uns entfernt. Mit Pizza und allem Pipapo. Lecker Weinchen. Gab es auch schon zur Begrüßung von der Rezeption, die uns hier wunderbar dann auch hier vorne auf den Stellplatz geleitet haben und eingewiesen haben, anschließend mitgenommen haben ins Restaurant. Dort gab es erstmal einen schönen Wein zur Begrüßung und dann an die Rezeption anmelden. So, und eine Viertelstunde war alles erledigt. Thank you.
Thank you.